Hallo liebe Leute, grüße dich zum Video Energiesparen-Tutorial mit Windows 8. Für meine Seite Stadt und Sparen und in meine YouTube-Seite Energiewende. Und ich stelle mich mal vor. Hallo liebe Leute, ich bin Ludger Winter von ludger-winter.de. Hier auf der Seite, da habe ich ein paar Urlaubstipps, wie ihr gratis in Urlaub fahren könnt. Meine Internetseite ludger-winter.de. Und jetzt wollte ich euch zeigen, wie man Energiesparmodus machen kann beim Computer, dass der automatisch runterfährt, wenn man den nicht mehr benutzt und mit einem Klick dann wieder hochfährt. Und zwar mache ich es mal klein. Ich habe jetzt Windows 8, hier ist von meinem Jahr. Ich habe gerade gesehen, ich wollte sonst das so wegschieben. Das geht jetzt nicht mehr mit dem Fingerklick, da muss man jetzt wieder hier draufklicken. Das ist wieder weg, das ist jetzt neuer seit heute. Ich habe vorhin versucht, das wegzuziehen. Die Seite geht nicht mehr. Muss man nochmal draufklicken. Jetzt auf der Seite zeige ich mir wieder. Sonst kommt man über Energiesparmodus, kommt man über Arbeitsplatz, Systemsteuerung rein. Und weil hier gibt es keine Systemsteuerung und Arbeitsplatz, dann geht man hier rechts auf Suchen. Das ist unser Suchfeld, da muss man alles eingeben. Zum Beispiel Systemsteuerung und jetzt gebe ich hier Energieoption. Und da sind jetzt Energieoptionen. Da ist ausbalanciert empfohlen und da Energiesparmodus, das ist irgendwie manuell. Das lassen wir mal so und dann gehen wir auf Ändern. Und da habt ihr gesehen, ich habe das auf 2 Stunden gestellt, weil wenn ich ein Webinar aufnehme, dass er nicht, der Computer nicht vorher ausgeht, habe ich alles auf 2 Stunden gestellt. Das ändere ich jetzt, um Strom zu sparen. Noch 10 Minuten. Und da unten auch nach 10 Minuten. Bildschirm ausschalten nach 10 Minuten. Energiesparmodus nach 10 Minuten. Also sagen wir mal 4 Stunden. So, und dann geht man Änderungen speichern. So, jetzt ist gespeichert. Jetzt geht er automatisch. Nach 10 Minuten kommt der Bildschirmschoner. Und nach 15 Minuten geht der Energiesparmodus, wenn man nicht da bin. Jetzt mal, jetzt zeige ich mal, wie man findet. Rechte Maustaste, da oben auch suchen. Da eingeben. Aber E. Das zeigt also mit Energie. Das ist meine Energieoption. Und dann hier in der Energieeinstellung ändern. Und da kann man es aussuchen. Da kann man auch sagen, niemals ausschalten, 5 Stunden, 4 Stunden. Ich hatte es jetzt auch 2 Stunden gestellt. Aber das braucht für mich zu viel Strom. Und wenn ich dann ein Video aufnehmen will, dann muss ich das wieder umstellen, weil sonst kommt das nach 10 Minuten der Bildschirm schon. Und jetzt will ich weg. Jetzt wollen wir vorhin essen. Da gibt es nochmal Energiesparmodus. Jetzt geht das dann sofort. Dann geht man hier auf Ausschalten und da ist Energiesparen. Dann ist er runtergefahren. Jetzt fährt er runter. Ne, er fährt nicht runter, er geht auf Energiesparmodus. Zeige ich das mal. Der Bildschirm ist zwar aus, aber da arbeitet er noch, der Rechner. Man sieht, dass die Leuchten leuchten und dass es Problem. Moment, das kann nicht mehr dauern. So, jetzt ist fast wie aus ist jetzt. Jetzt zeige ich mal, eigentlich müsste eine Maustaste. Und dann geht er wieder an. Braucht man nicht da drücken. Der ist im Schlafmodus. Sieht auch aus wie aus. Und jetzt geht er wieder an. Jetzt ist er wieder an. Und jetzt muss ich nochmal weiterfahren. Jetzt zeige ich mal hier unten rechts. Einstellungen. Ausschalten, ein Ausschalten. Und da ist runterfahren, neu starten. Und oben ist Energiesparmodus. Dann ist er sofort, wenn man zum Essen geht, mittags im Rathaus, eine Stunde oder eine halbe Stunde, dann kann man schon den Strom sparen. Und ein Klick, er ist wieder da. Das ist mein Energiespartipp. Spart mindestens 20, 30, 40 Euro im Jahr oder vielleicht 50 Euro. Okay, ciao, Kakao.